Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Seit wann kann ich mir denn die schwerste Panzerung kaufen? Psst, können wir bitte alle leise sein, danke. Nee, Cutscene! So, Mr. Crest said we should talk about work. But not here. Is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. Alter, sieht der David scheiße aus. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. Ja, ich sehe schon, dass helping. And I want to understand that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is. Professor Maxim Raskoski. You know the professor? Used to be head of research for the army. 3 doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane, then we got a bus, and then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Raskoski's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the road. On the right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Raskoski pays well. Na, hoffentlich. Genau so. So. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Mittlerweile die, was ist das, 5. Folge? 4. Nein. Nein, heute kam die 3. und ich hab noch eine im Petto. Das es kam die 3. Ja. Nein, es kam die 2. GTA. Achso, die 3. GTA Online, stimmt. Ja, macht Sinn, ja. Ja, ja, mit... Komm nochmal! Oh ja! 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Der 2. heißt und mit dabei sind heute der TKW. Yeah! Der Markus. Und der Tobi. Hi! Ja, etwaige Kanäle sind unten in der Beschreibung verlinkt. Krass. Ja, 2. heißt, wie schon gesagt, das Intro habt ihr eh schon gesehen. Ja, bist du sicher, dass du das da vorgeschnitten hast? Und der 2. heißt Gefängnisausbruch und wir stehen jetzt im Flugzeug, wie es da steht. Hä, weiß ich. Der ist nur What jetzt so scheiße. Ja? Wer ist scheiße? Du! Ich? Behinderter kleiner Lackaffe. So, Mission starten. Finde ich lustig. Was, ich bin behindert? Ja, das stimmt, ja. Let's go. Nee, Sekunde noch. So, erstmal Munition. Mach. Portabel, ey. Geht's? Bei allen? Ja. Gut. Hä? Ah, David, du bist alleine, du. Ja, weil der Pilot ist. Ja, voll das Opfer. Gott sei Dank bin ich Pilot, hey.
Wenn er Adobe-Pilot wäre, Na, der Adobe kann gut fliegen. Er darf nur danach nicht in die Rotorblätter laufen. Was nehmen wir denn für Masken? Geht. Nee, geht noch nicht. Oh. Ja, du hast eh noch Zeit, keine Sorge. Oh oh, oh oh, oh oh, das ist Gamer-Mucke. Oh oh. Oh no. Ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen weiter. Ja, okay. Passt. Nehme ich die oder hat ja beim letzten Mal auch schon so gut geklappt, ja. Ja. So. Erst sagst du, wir sollen lauter reden und erst soll ich leise sein, oder was? Ja, sei leise. Du kannst dich aber auch nicht entscheiden. David, entscheid dich mal. So, seid ihr bereit? Da, Tobi nicht. Tobi, drück auf bereit. Ja, bereit auch hier. Gut, okay. So. Ja, yeah, wir sind so total cool. Oh ja. Da mag es. Ja, vor allem ich. Halt, mag ich. Ja, vor allem du. Kannst halt. Mhm. Da bin ich jetzt von dran. Lauf. So, wir gehen uns jetzt zum McKenzie. Hey, boah, ich hasse es, dass alle schneller sind als ich. Man muss halt sprinten, Mensch. So, you're moving off the plane. It's at McKenzie Airfield. Logistics are as yet undecided. Go in how you like, but go in with a good supply of ammunition, armor and maybe even explosives. Ey, hinfahren! Du bist total fuck. Die sind tolle Fahrer. Nein, mein Auto stand eh dort. Also da warten böse Drug-Dealer auf uns. Drug-Dealer. Drug-Dealer, okay. Ja. Die fahren da mit dem Tracker. Die dealen mit Drug. Ja. Ja. Drug ist die neue Droge. Genau so wie Crack. Ja, sowas wie Crack. Oh, Stacy. Wie hoch? Drugs, das sind. Was machst du? Warum drehst du mir jetzt rum? Ach, wir müssen mal hoch. Ja. Das macht der Typ. Dein Auto kann. Was wolltest du gerade über mein Auto sagen? Es ist scheiße. Ey, am Arsch ist das scheiße. Ja, es ist wirklich am Arsch. Was hast du denn aber am Arsch gemacht? Also kaputt gemacht. Ja, nicht denken. Du kannst nur nicht damit umgehen, das ist alles. Der Graf, das kannst du nicht ständigen. Links, ja, geradeaus. Eins verstehe ich ja nicht. Warum lägt es mehr, wenn ich auf Leistung stelle, das Spiel, als wenn ich es auf Grafik stelle? Vielleicht, weil es nicht mehr genug da ist, um. Was? Keine Ahnung. Weil Äpfel blau sind. Aha, okay. Bananen das macht grün. Natürlich Sinn. Nein, ja. Moment, Bananen sind teilweise wirklich grün. Scheiße. Fail! Nicht mal witzig sein kannst du, David, ey. Meine Güte. Langsam holen wir auf. Ja. Aber nur für mich und ich bin langsam. Das Auto ist ja auch langsam. Was hast du für ein Auto gekauft? Jedenfalls kein langsames. Ah, oh, da hätten wir rauffahren müssen. Ja. Was? Solo. Da ist jetzt rauffahren. Hey, nein! Also. Oh Mann, Alter, warum hörst du denn auch auf den? Da hätten wir wirklich rauffahren müssen. Der hätte es eh rauffahren müssen, ich sage eh. Haben wir ja. Ah, nun. Der Track. Ey, wir hätten überhaupt nicht da rauf gemusst, so. Zwangsmäßig. Sicher. Hey, nein. Arsch. Ich verstehe nicht, wenn ein Auto ausweichen will, warum das dann in meine Richtung fährt. Ja. Da geht die Straße weiter. Ah ja. Oh mein Gott.
Hilfe. Wieso muss das immer so weit weg sein? Auf R, dann ist schönere. Ich kann einen Holzzaun umfahren, aber nicht einen fucking kleinen Kaktus? Nee. Sag. Alles klar, also es scheint ziemlich schusslastig zu werden. Ja, damit bleibt man ein Stück davon weg. Oh. Ja, meine ja ich seh noch nicht losgegangen, jetzt reg dich nicht gleich wieder so auf, Mensch. Meine Güte, wie unglaublich. Ja, ist doch so. Ja, ist ja nichts passiert. Ja, wer bist denn du? Hallo. Wer seid denn hier? Die Sweeten Boys. Aber was ist, wenn wir wieder mit der Sniper reinfetzen? Warte! Hey, super! Warum ist er nicht hergefahren? Nicht? Weil ich kann. Aha. Boah, was ist denn gerade los, Alter? Es leckt alles. Wie setzt man nochmal Maske auf? Ich will. Also, ich habe meine Maske schon auf, ja. Achso, wie du die aufsetzt. Jetzt die Sachen schon aufsetzen. Bitte? Sachen schon aufsetzen. Ich hab, ja, würde schon sagen. Würde ich auch sagen, ja. Wollen wir eigentlich wieder snipern oder draufgehen? Ich würde eher sagen draufgehen. Ja? Jedenfalls schon. Wir haben ein Team leben, das heißt, einer darf sterben. Wirklich? Bist du dir sicher? Kannst du wenigstens während der Aufnahme deinen Sarkasmus ausschalten? Geht das? Hä, das ist doch kein Sarkasmus. Man nicht außerdem kann ich den nie ausschalten, hallo? Was erwartest du? Gehen wir jetzt rein oder nicht? Ja. Einfach. Worauf warten wir eigentlich? Ja, noch? Komm, einfach rein. Ja, jetzt leckt's natürlich. Ich hab irgendwie das Gefühl, das leckt immer dann, wenn es ernst wird. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, das geht auch. Da sind ja noch Leute. Oh, Rang 26. Hab ihn. Hinterm Zaun ist noch irgendwo einer. In dem Wohnwagen herum, oder? Da ist einer. Da sind ja noch mehr. Doch ein paar. Falsche Seite. Mist. Hab ihn. Oh, von hinten kommt ein Wagen. Also es kommen Autos noch. Mhm, ganz schön viele Autos. Ja. Hat jemand Granaten? Eine Granate oder so? Ja, nee. Ich habe eine Granate. Ich schau, dass ich nicht. Oh Leute, da kommt ja auch noch ein Auto. Leck. Oh. Warte, ich bin Fächer. Also die aus dem Auto habe ich, aber da kommt noch eins. Weg. Alter, kommen da viele. Pass auf, dass du nicht verreckst. Ja. Ja, ich. Das. Ich und verrecken, das ist wie. Ich wollte noch was hinterher schieben. Ich wär's nämlich fast. Also. Wenn das so ist. Au! Wo ist er? Wo ist er? Alter, noch mehr Vagos! Oh, Lord, da ist einer. Oh, fuck. Vorsicht, links. Fuck. Oh, mein Gott, da kommt noch. Oh, da kommen noch welche. Fuck, da kommt ein Auto. Kommt ein Auto. Oh, Leute, da kommt noch ein Auto. Ich bin gerade überlegen, ob Sniper nicht doch besser gewesen wäre. Da ist noch einer! Alter! Leute! Alter, die drückt aber auch einen Schaden, Alter! Alter! Ja, hab ihn. Oh mein Gott, da kommt noch ein Auto. Noch ein Fuck. Wir sollten mal in Richtung Flugfeld uns bewegen, beziehungsweise in Richtung Flugzeug. Ach, da kommt noch ein Auto. Aber nimm mal. Okay, wohin? Ich komme mit dem Auto hin, oder? Ja, können wir mit einem Auto durchfahren, oder? Alter. Aua. Wurde ich abgeschossen? Alter, von wo bin ich abgeschossen? Scheiße. Das wird ganz schnell raus. Wieder ein Auto. Leute, wieder Auto. Ja, Auto. Fuck! Okay. Zu down? Ja, der kam aber aus dem Nichts, der Schuss.
Ohne Scheiß, die schießen irgendwie keine Ahnung von wo. Aber nein, nein, nein. Soweit ich das verstanden habe, aber wenn einer stirbt, ist man weg. Komplett. Bist du weg? Ja, jetzt. Ja, aber jetzt. Wir haben doch noch ein Team eben gehabt. Ja, aber. Nein, aber die komplette Ding ist aus. Die Mission. Hey, wieso das denn? Jedenfalls war es letztes Mal, wie ich ja, und Tobi. Ja, wäre aber jetzt die Mission weg. Warum jetzt fünf? Warte, nein, ich lebe ja noch. Achso, dann hey, kriegst du ein Flugzeug. Ja, aber ein Teamleben. Aber wenn jetzt jemand stirbt, glaube ich, ist die komplette ja, Mission. Ja, dann sag das doch, dass du meinst, wenn jetzt jemand stirbt. Ja, habe ich doch gesagt, wenn jetzt so jemand stirbt. Du hast das so gesagt, als ob die Mission um ist, sobald jemand stirbt. Nein, sobald jetzt jemand stirbt, habe ich doch oh, gesagt. Oh Leute, da ist ein Tanklaster. Oh nein, okay. Jetzt fahr los, flieg los. Ja. Alter, geh doch in Deckung, Mann. Meine Fresse. Hey, da ist ja jetzt niemand mehr. Ja, wir haben alle weg. Deswegen soll da mal losfliegen und wir können weg. Ja, gehen wir alle ins Flugzeug, wa? Wo kommt man denn da rein? Kommt man hier oh, rein? Oh Leute, das ist ein Rotoren vorne. Hilfe. Kommt man von hinten rein? Einfach einsteigen. Nein, kommt man nicht. Man kann nicht einsteigen, glaube ich. Nicht? Ganz ohne, glaube ich. Verlasse das Mac-Ensel. Ja. Du fliegst und wir sind. Wir müssen halt wegfahren. Oh, Alter, pass auf, kann ich. Ja, ja, ja. Oh, da steht ein Auto. Was müssen wir denn jetzt machen? Einfach weg. Bitte nehmen wir hier ein Auto. Geht schneller. So, wir müssen da bleiben. Ja, da kommen jetzt ja, wahrscheinlich neue Leute, oder? Wahrscheinlich. Gehen wir in die Scheune, oder? Ja. Ja, gut. Also, wenn ich überhaupt noch nicht fange. Oh, die Stelle ist doch noch verlassen. Ja, 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 genau. Wird auch immer noch angezeigt. Da haben wir schon eine Medie. Da ist ein Schuppel. Oh, hier drauf ist es gar nicht mehr so gut. David, wird dir irgendwas anderes angezeigt? Bist du David dort ist. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir einfach nur warten. Kannst du mal kurz leise sein, dann gibt man gerade Instructions. Okay. Also bei mir steht es, liefere die Velum beim Hangar ab. Hast du das Damage gekriegt? Ja. Habt ihr versucht wegzufahren? Ja, wir waren ja schon draußen. Und dann wir waren schon wieder weg, aber nachher hat er gesagt, wir sollen ja da bleiben und schauen, was keiner ja. Keine Ahnung mehr herkommt. Aber verlasse, dass man Kenzie-Flugfeld, ja, dann sind wir wahrscheinlich gleich da weg. Okay. Wahrscheinlich geht uns nachher welche Arme oder so. Ja, Kumpel, ich beeil mich ja schon. Beeil dich ein bisschen. Schnell David zum Auto. Ja, warte, dann fahren wir aber mal nicht so viel, allzu weit weg, falls wir vielleicht doch nochmal dahin müssen. Also ich muss jedenfalls beim Flughafen landen. Bist du schon dort? Fast. Ich warte jetzt, bis du dort bist. Ah, jetzt, bei mir steht jetzt, warte bis das... Ah ja. Warte bis das Velum abgefüllt ist, ja. Warte, wir können den David jetzt beobachten. Hey, wie können wir ihn beobachten? Auf M, also auf Interaktionsmenü und dann Crew beobachten. Wir schauen mal bald so. Kann ich nicht. Ah, jetzt. Los, David, los! So, ich sollte vielleicht zuhören. Ich will jetzt nichts sagen, aber
Ja, ich kann auch nichts dafür, das Pferd halt nicht stimmen. Alter, du fliegst. Der schaut aus wie Benedict Cumberbatch, nur ein kleiner. Und älter. Und der schaut scheiße aus. Ja, das sowieso. Yay! Yay! Nice! Whoop, whoop. Ja! Tobi Oliver Platin, Alter. Ich bin einfach. Oh, 50.000 Euro lohnt sich. Ah, ich hab Bronze. Komisch, dass ich. Ja, Level 26, ja! Komisch, dass ich Gold habe, Geld, das ist verrückt, Tobi. Mal wieder Cheat, Cheat, Hack, Hack, wa? Mhm. So, passiert doch was? Nee. Ah. Das ist mal unter TKW im Anzug. Ah ja. So. Muss, Alter. Gut. Oh ja. Dann war das auch schon mal die erste Folge des zweiten Heists. Ja, ich will jetzt nicht boxen. Ich. Ey! Ja, das wollte ich nicht. Der Schal ist Geld. Halt, 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 nein, nein, nein! Alter, ich muss Geld einzahlen. Hör auf, du! Hey! Lass mich. Gieß dich ab. Bitte. Hört auf, oh Leute, 15.000. Ich nehme wie wenig Geld. Also wie wenig Leben das. Ich habe überhaupt kein Geld bekommen, das ist ein bisschen unfair. Haha. Ja. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil, würde ich sagen. Oh ja, wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.